Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Guild Wars 2 Let's Jump. Heute befinde ich mich an der Südlichtbucht und zwar ganz oben hier im Norden an der Wegmarke Löwenpunkt. Ach, das sieht man ja jetzt nicht, weil ich kein Interface eingeblendet habe. Und ich möchte mit euch zusammen das Jumping-Puzzle Hüpfende Steine machen. Es kann sein, dass es mittlerweile umbenannt wurde. Können wir einmal kurz, ja, Steine hüpfen lassen. Nicht hüpfende Steine, sondern Steine hüpfen lassen. Das befindet sich hier und dafür müssen wir Thermalschächte benutzen, um im Anschluss und um dann den Erfolg zu bekommen, ein Schiffswrack zu erkunden. Und ich würde einfach sagen, los geht's. Der Anfang dieses Jumping-Puzzles befindet sich hinter diesen Felsen und da wir nicht direkt dorthin gehen können, müssen wir die Felsen erstmal auf östlicher Seite ein bisschen umlaufen. Folgt einfach dieser Steinstrecke und ihr landet dann auch direkt hier am Anfang des Jumping-Puzzles. Diese Thermalschächte sind die Schwierigkeit dieses Jumping-Puzzles. Der Dampf schleudert Gestein nach oben, über das ihr springen müsst. Etwas weiter hinten gibt es eine Plattform, auf der ihr einmal verschnaufen könnt, bevor ihr dann weiterspringt und auf der anderen Seite des Felsens weitermacht. Jetzt kommt's aufs richtige Timing an. Der Dampf schleudert jetzt hier gleich wie die Orgelpfeifen die Gesteinsbrocken nach oben. Die Sprünge sind teilweise sehr unterschiedlich weit. Ihr habt aber immer Zeit, um abzuwarten, bis die Gesteinsbrocken in ihrer letztlichen Position sind. Viele Leute springen los, bevor die Gesteinsbrocken in richtiger Position sind. Das kann gut klappen, das kann aber auch grandios in die Hose gehen. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall, kein Speedskill zu benutzen. Ein bisschen höher müssen wir noch und jetzt können wir einmal eine kleine Verschnaufspause machen. Ich würde euch auch empfehlen, solche Momente der Ruhe zu nutzen, denn es geht jetzt gleich nochmal eine ganz kurze Strecke über diese Schlote und auf genau der gegenüberliegenden Seite des Felsens geht es dann nochmal eine richtig lange Thermalrohrstrecke vor. So, das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und schon seid ihr in Sicherheit. Gut, ihr müsst jetzt dort oben links rauf, dafür müsst ihr hier euch so ein bisschen den Stein rauf bewegen, genau, und immer weiter nach links halten. Da seht ihr dann jetzt auch schon die nächste Thermalrohrstrecke. Ob man hier die ersten überspringen kann, das kann ich euch gar nicht mal sagen. Ich mache es auf jeden Fall nicht. Ich warte wieder, bis die Steine hier in Position liegen und springe dann los. Es gibt hier allerdings auf der Strecke einige, wo ihr zunächst auf den Rand springen müsst, wie hier. Und dann weiterspringen könnt. Hier oben ist ein Thermalrohr, aus dem keine Steine kommen. Das ist anscheinend kein aktives mehr. Hier ist nicht mehr genug Hitze vorhanden. Deswegen könnt ihr hier einen kleinen Moment Pause machen und einmal kurz verschnaufen, bevor es dann im nächsten Intervall weitergeht. Orientiert euch auch lieber etwas richtig. So, und wenn ihr dann hier hinten bei den Planken angekommen seid, dann seid ihr erstmal richtig und könnt auch mal richtig wieder Luft holen und zu Atem kommen. Was jetzt kommt, ist eigentlich nicht mehr kritisch. Springt hinüber zu den Booten und dann könnt ihr erst einmal eine sehr offensichtliche Steinstrecke entlang springen. Immer wenn es nicht mehr weitergeht, dreht euch einfach einmal um. Meistens gibt es dann Steine, die weiter oben wieder ansetzen und die ihr entlang springen müsst. So, bis hierhin nach oben. Da vorne seht ihr schon das Ziel, wo die Kiste ist. Da müsst ihr hin und das heißt, bis dahin ist es noch ein weiter Weg über die Felsen, also umgedreht und weiter nach oben gesprungen. Ich benutze übrigens bei keinem einzigen dieser Sprünge einen Speedskill, so weiter nach oben und immer weiter nach oben. Da konnten wir so ein paar von diesen Gesteinsbrocken auslassen. So, und jetzt geht ihr über die linke Seite nach oben. Hier finden sich allerlei kleinere abgeflachte Stücke Fels, auf denen ihr ordentlich laufen könnt. Geht dann hier über den Buckel von diesem Stein. So, und ich bin Elementarmagier mit Berserker-Ausrüstung. Ich habe extrem wenig Leben. Habt keine Angst, gleich wenn ihr runterspringt, ihr werdet nicht sterben. Wenn ich nicht gestorben bin, dann werdet ihr sicherlich auch nicht sterben. So, hier, das ist dieser Sprung. Denn natürlich ist das Fliegen in diesem Jumping-Puzzle deaktiviert. So, rüber noch zu diesem Gestein. Genau, es ging da nicht mehr weiter. Deswegen einfach wieder umdrehen und weiter nach oben klettern. Und dann haben wir es auch jetzt gleich schon fast geschafft. Um die Ecke hier noch. Ein Sprung. Und noch ein Sprung. Und schon ist sie da, die Kiste. Und euch lockt der Loot.
Statistisch gesehen ist das sehr selten. Wenn ihr einmal bis hierher gekommen seid, dann würde ich euch empfehlen, jetzt nicht gleich woanders hinzuspringen oder gar runterzuspringen, denn dort hinten bei diesem Champion-Riffreiter befindet sich noch eine Truhe. Der wird nicht immer gemacht und ganz alleine würde ich ihn wahrscheinlich auch nur, wenn ich mich gut mit meinen Skills auskenne, machen. Aber ihr könnt dafür einfach über das Schiff springen, entweder hier außen links entlang oder ihr geht einfach durch den Schiffsrumpf, dann kommt ihr auch da unten auf dieser Planke aus. Wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, gehe ich immer rechts entlang. Das finde ich eigentlich recht bequem. Ist auch ziemlich sicher, da muss man nicht über irgendwelche Schiffsplanken laufen und dann kann man hier langsam den Berg wieder hinaufkraxeln und dann dort oben nach erledigtem Riffreiter auch die Truhe öffnen. So, ich mache das Ganze hier noch, denn ich habe gesehen, da vorne ist noch jemand. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Jumping Puzzle wieder. Macht's gut!